Heklume Kakjavan. Das war klingonisch. Und das war idiotisch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Lass mal reden. Heute reden wir über Aliens. Nicht die gruseligen Aliens. Aber eben auch nicht die niedlichen Aliens, sondern Außerirdische, die eventuell schon mal hier auf der Erde waren oder sogar derzeit unter uns leben. Ihr kennt das ja schon von uns. Bevor wir zum richtigen Thema kommen, haben wir uns noch ein kleines niedliches Spiel überlegt. Im Internet ist dieses Spiel unter der 7 Seconds Challenge bekannt. Es wird jetzt so ablaufen, dass wir uns gegenseitig 5 Fragen bzw. 5 Aufgaben stellen und derjenige, der die Frage, die Aufgabe gestellt bekommt, muss diese innerhalb von 7 Sekunden erfüllen. Wenn er es nicht schafft, kriegt er keinen Punkt. Wenn er es schafft, kriegt er einen Punkt. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfängt? Ja. Schnick, Schnack, Schnuck. Bam! 3-0 im Schnick, Schnack, Schnuck-Spiel. So ist es. Du hast 7 Sekunden Zeit. Nenne mir 5 Boygroups aus den 90ern. Caught in the Act, New Kids on the Block, Backstreet Boys, Take That und Okay. Du hast 7 Sekunden Zeit. NSYNC. Zu spät. Du hast 7 Sekunden Zeit, 5 Dinge zu nennen, die dich an mir richtig anmachen. Augen, Beine, Po, Penis, Bauch. Noch mehr? Was denn? Okay. Du hast 7 Sekunden Zeit, 5 Synonyme für Vagina zu nennen. Muschi, Fotze, Loch, Grotte, Spalte. Aber Spalte war noch drin. Alter. Spalte war drin? Hattest du 5? War drin, verstehst du? Hattest du 5? Ja, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Du hast 7 Sekunden Zeit, 4 Themen zu nennen, die wir bei Lass mal reden schon hatten. Milf, Fashion. Oh! Oh, ist das enttäuschend! Scheiße. Das war Blockade, What? Alter. Das war Blockade, Mann. Du hast 7 Sekunden Zeit, einen vernünftigen Satz mit folgenden Worten zu bilden. Ballettunterricht, Kakao, Penis. Ich packe in meinen Koffer Ballettunterricht, Kakao und ein Penis. Nee. Doch, nee, ey, nee. Ey, das ist ein vernünftiger das Satz. Ist doch, oh, ey, come on. Ey, was heißt das nicht mal so? Ey, der war mega, der Satz. Ja, okay, du hast deinen Punkt erschummelt. Nee. Na gut, mit Mogeln 3 von 5, gar nicht so schlecht. Ja, nicht so schlecht. So, und jetzt ist der gute Chris dran. Bist du bereit? Ready. Ja. Du hast 7 Sekunden Zeit, 4 Burger von McDonald's zu sagen. Es geht los. McChicken, Big Mac, McRib, Hamburger Cheeseburger. Gut. Du hast 7 Sekunden Zeit, mir 7 Marvel-Superhelden zu nennen. Los geht's. Spider-Man, Captain America, Thor, Black Widow, Iron Man. Oh, 7 in 7 Sekunden? Ey, Superhelden von Marvel, ich habe sogar bis 8 gezählt, Junge. Boah, Alter, ich kann nicht mal 7 Worte in 7 Sekunden sagen. Du hast gerade 20 Wörter in 7 Sekunden gesagt. Nächste Frage, bist du ready? Bist du aber pissig? Du hast 7 Sekunden Zeit, mir 5 Dinge zu sagen, die man herumreicht. Und los geht's. Joint. What? Herumreicht? Spritzen? Keine Ahnung. Was reicht man denn herum? Was reicht man denn herum? Was reicht man denn von deiner Freundin zum Beispiel? Okay, nächste Frage. Also, die nächste Frage ist, du hast 7 Sekunden Zeit, mir 5 Namen zu nennen von deinen ersten 5 Söhnen. Gary, Howard, Mark, Justin, Kevin. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Nenne mir, du hast 7 Sekunden Zeit, mir 25 Sachen wahrscheinlich zu nennen. Mir deine letzten Antworten zu nennen. Du hast 7 Sekunden Zeit, mir 5 Elemente aus dem chemischen Periodensystem zu sagen. Los What? Geht's. What? What? Plumbum? Nein, keine Ahnung. Ey, ich habe Chemie abgewählt in der ersten Klasse. Ey, was eine Scheiße. Oh. Ich gebe dir Doppelzeit.
Brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Kupfer. Keine Ahnung, Mann. Zwei hast du. Ich fick dich. Ich bin betrogen worden. Ich bin offiziell betrogen worden. Du bist nicht auf Kohlenstoff, Sauerstoff und sowas? Gold, Silber? Noch nie gehört? Gold, Silber? Kennt man nicht, wa? Hätte man noch nie gehört, wa? Was ist denn das? Periodensystem. Einmal im Monat bei der Frau. Ich werde mich rächen. Ich werde mich rächen. Wie wir eben schon gesagt haben, reden wir heute über außerirdisches Leben, über Aliens quasi. Warum haben wir uns das ausgesucht? Weil wir immer wieder privat auf dieses Thema kommen. Ich glaube, du beschäftigst dich wahnsinnig viel damit. Ja, schon, ja. Also jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu, ja. Genau. Und da ist so viele Theorien, so viele Videos von angeblichem außerirdischen Leben gibt und so, haben wir gedacht, wir reden einfach da mal drüber, gucken, wohin das alles führt, erklären ein paar Theorien, wir zeigen ein paar Bilder und entscheiden danach jeder für sich oder alle zusammen, gibt es außerirdisches Leben oder gibt es das eben nicht. Wir sind selbst gespannt. Star Wars, Star Trek, E.T., 1000 Filme über Außerirdische. Ja, ja. Ich stelle jetzt direkt mal als allererstes die Frage. Glaubst du an außerirdisches Leben oder sind wir quasi hier auf der Erde so das einzig intelligente Leben im ganzen Universum? Das kann ich mir schwer vorstellen, Alter, dass wir die Einzigen sind. Also die Einzigen im unendlichen Universum, in den unendlichen Weiten. Unendlich. Stell dir mal unendlich vor, bitte. Warte. Ja, ist geil, ne? Ja. Um es jetzt mal abzukürzen, ich glaube schon an Außerirdische. Aber in welcher Form? Ist halt immer so echt schwer, ne? Wenn ich jetzt sage, da gibt es einen Chris und einen Andi irgendwo noch auf Planet XYZ und die machen jetzt gerade eine Sendung, weiß ich nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall irgendwo eine Maus oder so wird es auf jeden Fall geben oder einen Wurm oder sowas. Und dann ist ja schon außerirdisch. Okay, also du glaubst aber nicht an außerirdisches Leben, so wie wir Leben auf der Erde kennen, so quasi an Gesellschaften, die zusammenleben. So, die müssen nicht mal optisch aussehen wie wir. Also ja. Wenn man an die Evolutionstheorie glaubt, könnte es ja auch sein, okay, unser Arm ist eigentlich im Gesicht gewachsen und unsere Nase ist hier. Oder unsere Nase sieht anders aus, wir atmen damit trotzdem. Das ist eine geile Vorstellung. Geile Vorstellung. Also du glaubst nicht, dass es irgendwo noch andere Gesellschaften gibt? Doch, glaub ich. Aber ich denke mir dann immer, warum sollten die mit uns Kontakt aufnehmen? Also wenn die es schaffen, so durch Technologiestandard zu haben, wo sie es schaffen, so Lichtjahre zu überwinden und Reisen zu machen, das ist alles, was wir nicht können. Ja. Warum, was erwarten die von uns? Was könnten die von uns erwarten? Wann hast du dich denn das letzte Mal mit einem Wurm unterhalten? Ich meine, wenn du unsere DNA anguckst, ja, wir sind 1% anders von der DNA her als ein Menschenaffe. Und du siehst, was der schlauste Menschenaffe kann. Und dann sehe ich, was du kannst. Ja, und bist beeindruckt. Dass der Affe echt viel mehr drauf hat. Ja. Ganz knapp dran ist. Nee, aber du siehst, was wir alles geschaffen haben, obwohl wir nur 1% anders sind. Ja? Ja. Jetzt stellst du dir aber mal 1% in die andere Richtung vor. Ja. Ja, und du. Warum sollten die denn mit uns reden? Unser schlauster Mensch. Der würde denen irgendwas, was ihr dreijähriges Kind an den Kühlschrank malt, so würde der den da ranmalen. Die würden sagen, sie hast du aber schön gemacht, ja. Naja, toll, ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich bin auch der Meinung, es ist vermessen zu sagen, wir sind das einzig intelligente Lebewesen im ganzen Universum. Mhm. Und dann gibt es ja, glaube ich, auch die Theorie, mit der du dich besonders auskennst, Paleoseti, die sagt, es waren schon mal Außerirdische hier. Genau. Und wie kommt man darauf zu sagen, es waren schon mal welche hier? Weil es eigentlich ganz viele Hinweise gibt dazu, dass es auf der Erde schon mal außerirdisches Leben gab oder beziehungsweise eine Kultur gab, die vielleicht nicht von der Erde ist. Ja, also es gibt viele Hinweise und die haben sich, vielleicht haben sie sich vor 20.000 Jahren überlegt, so, na, wie könnten wir denn den Leuten das hier alles hinterlassen? Ja? Was mache ich denn dafür, dass es nicht kaputt geht? Mache ich da eine Holzkiste? Nee, eine Holzkiste geht vielleicht kaputt, wenn es regnet oder sowas. Mache ich da vielleicht, schreibe ich was in Sand? Ja, nee, wenn es wieder regnet, dann geht das auch kaputt. So, ne? Was könnte ich machen? Könnte ich ganz viele Steine so übereinander stapeln und die so anrichten, dass vielleicht jemand checkt? Ja, lass doch das machen. Und dann bauen sie die Pyramiden zum Beispiel.
Also das ist ja auch so mit Höhlenmalereien, oder? Es werden ja immer, ja. Also hat es damit was zu tun, weil es gibt ja diese Höhlenmalereien, Götter aus dem Himmel kommen. Ja. Und da ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Genau, da ist ja zum Beispiel die Sache, wir stellen uns jetzt vor, Superman landet hier und kommt als Gott von oben geflogen, weil er fliegen kann. Ja. Aber alleine nur die Vorstellung, das, was für uns heute normal ist, Flugzeuge, ja. Jeden Tag tausende von Flugzeugen in der Welt. Ja. Wir reisen, wir haben die Möglichkeit mit einem Flugzeug, was heutzutage 2017 so aktuell ist, irgendwie 800 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Und wir landen da mit einem Flugzeug. Ja. Wie vielleicht ist das diese Darstellung halt, dieses Menschen kommen vom Himmel. Du hast schon den richtigen Punkt gesagt, und zwar ist es genau den Technologie-Wissensstand, den du hast. Für die Leute auf Krypton, wenn Superman da landet, sagen die ja nicht, ja, er ist Gott, sondern nee. Er ist einer von uns. Der kommt, als wenn du klingelst. Ja, genau. Und bist so, halt da. So machen wir das halt hier so, ja. Wenn du aber irgendwo landest, wo die Leute sowas nicht kennen, und das auch nicht beschreiben können. Und sagen wir es wird ja von allen Göttern gesagt, alle Götter bewegen sich im Himmel fort mit irgendwelchen Fortbewegungsmitteln. Ja. Wo du sagst, naja, aber wenn das ein Gott ist, braucht er dann wirklich ein Fortbewegungsmittel. Es wird von Vimanas gesprochen. Also so alles Wörter, die in alten Schriften drin stehen, da bewegen sich Leute fort. Aber ist das nötig als Gott, wenn du wirklich Gott bist, also dieses allmächtige Wesen, ich bin Gott? Ja, musst du dann mit lautem Getöse und einer Rauchwolke und Feuer und Donner, ja, wie würde denn jemand eine Rakete erklären, der nicht weiß, was eine Turbine ist? Wenn doch aber intelligenteres Leben da war, sagen wir vielleicht sogar einfach nur auf unserem Wissensstand, warum haben die nicht ein iPhone liegen lassen? Vielleicht haben sie das ja liegen lassen. Ja, wer weiß, vielleicht ist es in Area 51 oder wo auch immer. Aber es gibt Relikte und Artefakte, die selbst uns heutzutage noch Fragen aufwerfen können. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten, liebe Grüße an Hendrik hier an der Stelle. Der hat mich vor allem auf die Phoenix Lights gebracht. Ja. Kennst du das? Ja, das war 1997, quasi eine Massensichtung von ganz vielen Zuschauern, die Lichter im Himmel über Arizona gesehen haben. Es gibt sogar Videos davon. Leider wenn du das Video ransuchst, dann siehst du mich, wie ich mit den Taschenlampen rummache. Ne? Im Himmel, ja, genau. Schlechte Qualität noch, ne? Videokamera, noch nicht hier mit dem iPhone gefilmt, in HD und so. Ja, das ist immer dieses, und dass die UFO-Sichtung auch immer verwackelt ist. Immer verwackelt, das ist die Scheiße. Aber du siehst halt eindeutig Lichter in einer Reihe übereinander, so, wo du sagst, nee, ist kein Feuerwerk, das sind auch keine Spiegelungen von irgendwas und es haben halt ganz viele Menschen gesehen und da ist halt die Frage, was ist das? Ist das? Das ist ja auch nicht so, dass 97 irgendwas so easy peasy mit einem iPhone digital bearbeitet werden konnte. Ein heikles Thema anscheinend. Also dieses Area 51, Roosevelt und so, es ist ja immer... Ist es. Da gibt es ja auch diese Theorien, es gibt auf der dunklen Seite des Mondes, auf der Schattenseite... Diese Iron Sky-Sache. So diese, genau, da gibt's quasi Tempel und Häuser und Türme und die sind ganz eindeutig zu sehen. Und Astronauten, die da hingeflogen sind, sagen, ja, da hat uns was zum Mond begleitet. Kannst natürlich sagen, okay, das sind jetzt alte, senile Menschen, die jetzt nochmal Aufmerksamkeit wollen, aber dann wiederum vielleicht auch nicht so eine Sachen. Und ja, warum? Dann müsste es doch auch Videos geben, auch von den Apollos und sowas. Vielleicht gibt es das. Stell dir mal vor, die würden jetzt wirklich sagen, ja, da auf dem Mars haben wir übrigens Menschen gesehen, also menschenähnliche Leute gesehen. Die haben unseren Roboter aber einfach mal schön knallhart abgeknallt und haben Finger in die Kamera gezeigt. So. Wow. Was meinst du? Ich glaube doch wirklich, wir Menschen sind so dämlich, das wird eine Massenhysterie geben. Oh mein Gott, es gibt Außerirdische, die kommen her, die machen alles kaputt. Eine Woche, ich schlage jetzt hier alles zusammen. Massenvergewaltigung. Ist ja krass, ich hätte genau gedacht, das andere. Echt? Ich hätte gedacht, dass es so die Erde sich united dadurch und es keine Ländergrenzen mehr gibt und wir sagen, wir sind jetzt, wir sind die Erdlinge und lass uns den Mars bomben. Nee, eben nicht. Und das ist das Schlimme. Das glaube ich nämlich wirklich nicht. Ich glaube hundertprozentig ist so. Da sagt Nordkorea denn beispielsweise, ich mach doch nicht mit euch zusammen hier. Wenn, credits all to me und ich mache hier mein eigenes Ding. Und irgendwelche anderen Länder sagen, oh, aber die Technologien, oh, die sind aber interessant für uns. Damit könnte ich ja eine Menge Geld machen. Und dann sagt ein anderes Land, du willst doch damit nicht Geld machen, das sind unsere Feinde. Doch. Zack, wieder Krieg, kaputt hier auf der Erde. Du, wenn die wollten, könnten die uns hier gegenseitig so leicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das wäre eine Massenhysterie.
Wir haben noch ein paar Geschichten auf Lager mit Bildern, wo man sagt, oh, das kann nicht von Menschheit gemacht worden sein. Wenn ihr also weiterhin Bock auf dieses Thema habt, klickt auf unser zweites Video, aber vorher unbedingt Daumen nach oben geben und uns abonnieren. Wir sehen uns gleich wieder.